Ich liebe es, neue Technologien und Materialien zu testen und damit zu experimentieren. Etwas, was mich auf Anhieb fasziniert hat, schon als ich zum ersten Mal davon gehört habe, sind sogenannte Ferrofluide. Flüssigkeiten, in denen sich winzige magnetische Partikel befinden, die auf Magnetfelder reagieren. Ferrofluide werden etwa in Festplatten oder Lautsprechern verwendet. Panasonic hat auch einmal einen Tintenstrahldrucker mit magnetischer Tinte herausgebracht. Und es gibt Filzstifte mit magnetischer Tinte. Darf ich Sie einmal um Ihren Vornamen bitten? Lukas. Lukas. Sieht aus wie normale Tinte, aber diese Tinte ist magnetisch und wird vom Filzstift, der seinerseits magnetisch ist, angezogen. Und das andere Ende des Filzstifts, der entgegengesetzte Pol, stößt die Tinte ab. Was kann man jetzt damit machen? Da der Filzstift die magnetische Tinte anzieht, kann ich die markierte Karte aus der Mitte des Spiels einfach so herausziehen. Die Frage ist natürlich, ob das auch funktioniert, wenn man nicht weiß, wo sich die Karte mit der magnetischen Tinte im Spiel befindet. Jetzt müsste der Magnet die markierte Karte durch die anderen Karten hindurch nach oben aus dem Spiel herausheben. Und auch das funktioniert. Wie stark dieser Magnetismus ist, lässt sich demonstrieren, wenn sich die markierte Karte in der Mitte des Spiels befindet und man die Distanz zwischen ihr und dem Magnet erhöht, indem man das Kartenetui dazwischen gibt. Das ist jetzt vielleicht... Der Magnet hat die markierte Karte ins Kartenetui gezogen. Tatsächlich wurde dies alles natürlich nicht durch ein Ferrofluid bewirkt. Das war ich.